Ihm wurde gesagt, er würde einen Freund am Flughafen treffen. Aber als er sie sieht, zwingt ihn die Überraschung buchstäblich in die Knie. Und dies geschieht ein Jahr später erneut. Neugierig, wer oder was ihn erwartete? Dann schau weiter. Das ist Gabi Angelini, eine Unternehmerin mit Down-Syndrom aus North Carolina in den USA. Sie besitzt ein Kaffeegeschäft, Gabi's Ground Coffee Shop, in dem sie Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Im Mai 2019 reiste sie nach Michigan, um an der Konferenz der National Down Syndrome Society teilzunehmen. Das ist Nick, Darsteller der The Improvineers, der weltweit ersten Improvisationsgruppe, ausschließlich mit Menschen mit Down-Syndrom. Er war ebenfalls dort und die Chemie zwischen den beiden stimmte sofort. Nach Aussage von Gabis Mutter Mary waren die beiden am Ende unzertrennlich. Aber in dem Chaos, das entstand, als alle nach Hause mussten, bekam Nick Gabis Nummer nicht. Zurück in Ohio und unfähig, sie zu vergessen, ging Nick online und fand sie in den sozialen Medien, erinnert sich seine Mutter Lisa. Seitdem sich ihre Wege gekreuzt hatten, konnten beide nicht aufhören, aneinander zu denken. Sie setzten ihre Beziehung fort, wo sie aufgehört hatten, schrieben, telefonierten und chatteten miteinander. Trotz ihrer vollen Terminkalender nahmen sich die beiden immer Zeit füreinander. Auf diese Weise konnten sie ihre Verbindung vertiefen. Da sie geplant hatten, einen Monat später an einer weiteren Konferenz in Pennsylvania teilzunehmen, mussten sie nicht lange auf ein Wiedersehen warten. Sie verbrachten jede Sekunde zusammen, aber am Ende waren sie traurig, weil es keine Tagungen mehr gab, die sie zusammenbringen konnten, sagte Mary damals. Das Paar führte seine Beziehung fort. Da Nick im Bundesstaat Ohio und Gabi in North Carolina lebt, war es nicht einfach. Ein paar Wochen nach ihrer erneuten Trennung brach Gabi in Tränen aus und erzählte ihrer Mutter, wie sehr sie Nick vermisste. Mary konnte es nicht ertragen, ihre Tochter so zu sehen, also wandte sie sich heimlich an Lisa. Beide wollten ihren Kindern helfen und wussten, dass sie etwas tun mussten. Also versuchten sie, einen Weg zu finden. Und wenn sich Mütter erst einmal einmischen, kann man sie nicht mehr aufhalten. Nach einer Menge Planung fanden sie schließlich einen guten Zeitpunkt. Das Treffen würde in Nicks Heimatstadt stattfinden. Mary buchte Tickets. Sie erzählte Gabi, dass sie zu einer Konferenz fahren würden. Lisa sagte Nick, dass ein Freund eine Mitfahrgelegenheit vom Flughafen bräuchte und sie ihn abholen würden. Die Liebenden hatten nicht die geringste Ahnung, wer sie wirklich erwarten würde. Am großen Tag nahm Lisa den Moment auf, als Nick und Gabi sich nach Wochen sahen. Das emotionale Video zeigt Nick, wie er am Flughafen wartet. Als Gabi mit ihrer Mutter die Rolltreppe hinunterfährt, sieht er sie. Er wird emotional und man kann sehen, wie er von Gabi weggeht, weil er nicht glauben kann, dass sie ihn besucht. Er ist so überwältigt und als er endlich begreift, was vor sich geht, bricht er buchstäblich zusammen. Währenddessen sieht man Gabi, wie sie ihre Taschen fallen lässt und auf Nick zuläuft. Sie kann es kaum erwarten, ihrem Freund in die Arme zu springen und scheint ihn nie wieder loslassen zu wollen. Das glückliche Paar umarmt sich lange, während Nick immer wieder Gabis Namen sagt. Die Mütter sind im Hintergrund zu hören. Sie sagen, dass es das wert war. Sie freuen sich so. Mary erklärte, dass Menschen mit Down-Syndrom keine Aufwärmzeit brauchen, wenn es um Liebe geht. Sie lehnen sich an und lieben. Das kann man hier definitiv sehen. Nick, Gabi und ihre Mütter hatten eine wunderbare Zeit und das Paar saugte so viel wie möglich voneinander auf. Sowohl für die 21-jährige Gabi als auch für den 30-jährigen Nick war es die erste Beziehung. Die Mütter glauben, dass beide sich so gerne haben, dass sie irgendwann später heiraten könnten. Es ist wirklich bemerkenswert, dass ihre Liebe überhaupt erblüht ist, schrieb Lisa in einem Facebook-Post. Sie hatten kein Interesse daran, eine Verbindung mit jemandem mit Down-Syndrom zu führen, aber es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Lisa sagte, sie habe ihren Sohn in seinem ganzen Leben noch nie so glücklich gesehen
Und sie ist zuversichtlich, dass in der Zukunft Hochzeitsglocken läuten werden. Verständlicherweise gab es im Internet heftige Reaktionen auf das herzerwärmende Video. In nur einem Monat ging der Clip ihres Zusammentreffens viral und sammelte rund 1,5 Millionen Klicks und über 4000 Kommentare der Liebe und Unterstützung. Inzwischen wurde es über 18.000 Mal geteilt. Das ist so schön. Liebe kommt auf verschiedene Arten, schrieb ein Facebook-Nutzer. Ich bin so glücklich, dass Sie sich gefunden haben. Bitte haltet uns auf dem Laufenden. Ein anderer Nutzer merkte an, dass es ihm Tränen in die Augen und Freude in sein Herz brachte. Aber dies ist nicht das einzige Mal, dass eine ihrer Wiedervereinigungen ein Online-Erfolg wurde. Tatsächlich organisierte Kelly Clarkson letztes Jahr am Valentinstag ein weiteres emotionales Wiedersehen der beiden in ihrer Sendung The Kelly Clarkson Show. Dort wurden die beiden Mütter über die zwei interviewt, die mit ihrer Liebe zueinander die Herzen aller erwärmt haben. Gabi wusste nicht, dass sie ihren Liebsten dort treffen würde. Sie dachte, dass sie eingeladen wurde, um über ihren Coffeeshop zu sprechen. Als sie merkte, dass ihr niemand einen Job geben wollte, hatte sie beschlossen, ihren eigenen Laden zu eröffnen. Die angehende Unternehmerin sprach darüber, wie sie anderen Menschen mit Behinderungen eine Beschäftigung geben wollte. Der süßeste Moment der ganzen Show kam, als Nick von Kelly Clarkson gefragt wurde, was er über Gabi und ihren Shop denke. »Sie ist wunderschön, sie ist erstaunlich und ich bin so stolz«, sagt er. Seine Antwort rührte alle zu Tränen, auch die Moderatorin. Diese kommentierte ihre Romanze und sagte, »Es sei so erfrischend zu sehen, wie sie sich auf so offene Art und Weise lieben, ohne irgendwelche Mauern zwischen ihnen, etwas, von dem wir alle so viel lernen könnten.« Nick und Gabi sind beide große Fürsprecher für Personen mit Down-Syndrom. Jeder von ihnen hat schon so viel erreicht und sie erweitern ständig ihren Horizont. Jetzt, wo sie einander haben, wer weiß, was sie noch alles tun werden. Wiedervereinigung von Kleinkindern. Ein weiteres Wiedersehensvideo, das viral ging, ist dieses. Wenn du zutiefst in jemanden verliebt oder vernarrt bist, weißt du, wie es ist, sich beim bloßen Anblick vor Aufregung zu verzehren. Als Erwachsene versuchen wir oft, diese Begeisterung zu zügeln. Aber Kinder lassen alles raus, selbst wenn sie noch nicht sehr lange getrennt sind. Maxwell und Finnegan, die als New York Citys süßestes Kleinkind-Duo bezeichnet werden, verbergen sie auch nicht. Im Jahr 2019 wurden die beiden Jungs dabei erwischt, wie sie sich auf der Straße trafen, nachdem sie nur 2 Tage ohne einander waren. Sobald sie sich erkennen, stürmen sie freudig aufeinander zu und umarmen sich. Maxwells Vater, Michael Cisneros, hielt ihr Wiedersehen fest und postete das Video auf Facebook. Obwohl die zwei zum Zeitpunkt des Clips erst seit einem Jahr befreundet waren, waren sie bereits unzertrennlich. »Wenn sie nicht zusammen sind, fragen sie immer nach dem anderen«, erklärt Michael. Sie gehen zusammen in den Musikunterricht und da beide hervorragende Tänzer sind, tanzen sie auch viel. Das Video der Jungs wurde ein Online-Erfolg. Es hat mehr als 1,2 Millionen Aufrufe und wurde 13.000 Mal geteilt. »Wir haben das alles nicht erwartet. Es waren einfach unsere Jungs«, sagte Michael. Anfangs wollte er diesen großartigen Moment nur mit Familie und Freunden teilen. Aber diese sagten, es sei so schön und bedeutungsvoll, dass er den Clip posten sollte. Sobald er dies getan hatte, verbreitete er sich schnell. »Ich habe es damals nicht gesehen, aber jetzt. Es war ein Leuchtfeuer der Hoffnung«, erklärt er. »Es zeigt Liebe und wie die Zukunft aussehen könnte, wenn Kinder anders erzogen würden, frei von Rassismus. Es ist so etwas wie ein Leitbild und ich habe Nachrichten von Menschen aus der ganzen Welt bekommen.« Facebook-Nutzer freuen sich über das Video. »Wie absolut liebenswert«, schrieb einer. »Kinder können Erwachsenen eine Menge über Freundschaft und Liebe beibringen«, meinte ein anderer. »Ich kann da nur zustimmen.« Die Eltern haben auch einen Instagram-Account erstellt, um die Geschichte der besten Freunde zu erzählen und pädagogische Inhalte zu teilen, die Rassismus ansprechen. Sie haben bereits über 24.000 Follower. Er enthält Bilder und Videos von den beiden, die miteinander spielen und tanzen.
Sie wissen wirklich, wie man sich bewegt? Hoffen wir, dass überall auf der Welt liebende Freunde und Familienmitglieder noch viele glückliche Wiedersehen miteinander teilen. Hast du jemals ein unglaubliches und unerwartetes Treffen miterlebt oder hattest du selbst eines? Erzähle deine Geschichten in den Kommentaren. Wer weiß, vielleicht berichten wir über dich in einem der kommenden Videos. Wir sehen uns morgen.